Hi, everyone. This is Karen, encouraging you to join us the second Saturday of every month for our United We Strike, United We Win Marathon. Don't buy, don't comply, ask why. Don't buy anything from multinational corporations or anything you don't research for yourself. Don't comply by keeping your money in institutions that deal in derivatives or war profiteering. And ask why. Why am I here and what am I doing? Am I part of the problem or the solution? We need to get to the heart of the matter. We need your energy, folks. Help us every single 15th of the month. We want you there. UnitedWeWin.me, also streamed on Wolf Spirit Radio. Thank you for your time. Power to the people through peaceful unity. Thank you.
Whitney ist Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV, heute im United We Win Radio Marathon am 13. Oktober 2012. Ja, und es ist klasse, dass ihr alle hier heute mit zuhört, und wir sind auch hier heute live mitzuhören bei OYM Radio, OYM Ireland, die uns auch hier parallel streamen, and thanks to Alan and Steve for making this possible. Ne? Ich sage das hier auf Neudeutsch, weil heute natürlich auch eine Menge auf Englisch kommen wird und schon der eine oder andere hier zugeschaltet hat, auch weltweit. So, gut, Internet ist eh weltweit. Ne? Aber wie gesagt, wir gehen ja hier rund um den Erdball heute, soweit wir dort die entsprechenden Gäste haben. Und neben oder nach meiner deutschsprachigen Sendung, die 2 Stunden dauert, kommen dann natürlich auch englischsprachige Dinge zur Sprache, und ich werde also dann starten nach meiner deutschen Sendung hier. Nach den 2 Stunden mache ich dann weiter, und wir haben uns das so überlegt, wir machen diesmal diesen Radiomarathon etwas anders. Wir gestalten ihn in schnelleren Abschnitten, dafür etwas kürzer. Und haben ihn jetzt genannt Mini-Radio-Marathon. Das ist trotzdem ein Radio-Marathon. Das heißt, die Stücke gehen immer 20 Minuten lang. Das heißt, wenn ich fertig bin hier mit dem Deutschen, dann mache ich 20 Minuten auf Englisch weiter, und dann kommen die anderen dran. Übrigens, das Programm kann man einsehen, beispielsweise entweder bei unitedrestrike.com, da muss man dann rechts auf United We Win in der Agenda drücken unter Pages, ja, ist ja alles auf Englisch da, ne? Und da kann man also das Programm sehen, oder auch, ich habe es bei mir auf meinem Blogs gepostet zur heutigen Sendeankündigung, zum Beispiel bei mywakenews.wordpress.com kann man sich das anschauen, oder auch bei schuldnervereinigung.wordpress.com oder bei der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, das ist die VUG, wakenews.wordpress.com, oder auch bei musicwakenews.com. Ja, und habe noch schnell ein Ankündigungsvideo gemacht, damit es auch noch so der eine oder andere mitkriegt, der vielleicht nichts davon wusste. Ne? Da wir ja nicht direkt wiederholen die Sendung, wie ich das sonst üblicherweise bei meinen tue, weil wir ja dann anschließend ständig weitergehen live, kann man das also hier bei ICRN Radio Network und bei UWS Radio auch auf meiner Seite live heute verfolgen, wer Interesse hat. Das sind hochspannende Themen, tolle Leute, die uns da wieder unterstützen, nicht? Bis hin nachher nach Neuseeland mit Vinnie Eastwood. Nicht? Der macht dann den Schluss der Sendung. Nicht? Um 1 Uhr nachts nach pazifischer Zeit. Wir rechnen meistens nach pazifischer Zeit. Und da muss man immer dann 9 Stunden dazu rechnen, wenn wir hier aus der mitteleuropäischen Zone das rechnen. Also 1 Uhr nachmittags ist also 13 Uhr plus 9 Stunden. Kann das dann ausrechnen so schnell? Übrigens, kann das übrigens hier auch mit kommentiert werden auf den Chaträumen, die wir hier haben, oder? Gell? Jo, also der Chatraum ist zum Beispiel hier zu finden unter unter wakenews.net, Wakeness Radio. Übrigens die Seite, die ich leider nicht aktualisieren kann, sonst hätte ich das alles schon wieder anders gestaltet und gemacht und getan. Aber die harten Kämpfer, die harten Zuhörer, die klasse User haben das schon rausgefunden, wie das alles geht. Und die anderen, ja, okay, ne, müssen halt sich auch dran gewöhnen, ne? Okay, also hat er dann herausgefunden hier, 13 plus 9. Was gibt das? Ne? 22 Uhr, stimmt es? Also bis 10 Uhr abends könnt ihr also ungefähr hören. Ne? Also auch hier auf diesen Sendern live. Ne? Klasse Leute. Kann man auch so ein bisschen Englisch zuhören, lernt man was dabei. Ne? Man kann ja immer auch bitteschön ein bisschen
Englisch mal lernen. Ne? Okay, das so am Rande, ein bisschen als Einführung. Und was wir auf jeden Fall heute mal machen, das ist das, wozu man eigentlich viel zu wenig kommt, mal wieder so einen kleinen Überblick zu geben, was alles so los ist, gell? Was alles so los ist, das kann man zwar eigentlich auch schon in den Matrix-Medien lesen, aber man kriegt vor allen Dingen so ein bisschen auch was mit, ne? Was so geht. Ne? Und das wollte ich eigentlich mit euch mal heute erörtern. Ne? Und ihr seid herzlich willkommen, mir hier auch heute eure Infos, Kommentare, Fragen, Informationen zuzusenden. Möglicherweise kriege ich es hier auch mit im Chat, das geht manchmal ein bisschen zu schnell. Oder ist, wenn es umfangreiche Texte sind, schwierig für mich zu lesen. Da ist es besser, ihr schickt mir dann eine E-Mail unter radio@wakenews.net. Na, wäre klasse, haben auch schon einige gemacht. Und fangen wir doch gleich mal an mit so einer Information. Warum denn nicht? Na? Und hier schreibt jemand, und wieder eine Giftbombe der Illuminaten enthüllt. Na? Ein Hamburger Gericht eröffnet erneut Verhandlungen gegen Unilever, um die Giftbombe Becel proaktiv zu entschärfen. Ob der Richter diesen Prozess überleben wird? Und hier steht Kommentar, Unilever ist eine der bekanntesten Mitglieder einer Reihe von menschenvernichtenden Organisationen, um die vom Club of Rome, den Reptiloiden Windsors, Bill Gates, Microsoft und zahlreichen anderen Globalverbrechern gefordert, Reduktion der Weltbevölkerung aktiv zu unterstützen. Und Lebensmittel sind bekanntlich neben Geld und Gesundheit, auch die geistige, ne, eine dieser heimtückischsten Waffen, neben Impfungen, künstlich verursachte Pandemien, Klimalüge, Nahrungsmittelknappheit, genvergiftete Nahrungs- und Saatmittel und so weiter und so weiter. Sie alle liegen auf der gleichen Linie mit dem gleichen Zweck. Siehe Georgia Guidestones. Ne? Dazu gehört im Übrigen auch Bilderberger Mitglied, die Schweizer Firma Nestlé, mit dem Motto, man kann nicht früh genug, vorzugsweise schon als Baby, beginnen, die Menschheit auszurotten. Und dann schreibt er noch ein paar Sachen, die lese ich lieber nicht vor. Ne? Er gibt noch ein paar Informationen dazu. Es gibt dort auch ein Buch, das als PDF-Datei dort zugeschickt werden kann. Er erläutert das noch ein bisschen hier. Ich zitiere daraus: Heute kontrollieren die Rothschilds ein weit verzweigtes Finanzimperium, zu dem Mehrheitsanteile an den meisten Zentralbanken gehören. Die Familie Edmond de Rothschild besitzte die Banque Privée SA im schweizerischen Lugano und die Rothschild Bank AG in Zürich. Na, die Schweiz ist eine der Illuminaten, Freimaurer, Satanisten, Hochburgen, ne? Schreibt er hier. Auch die Protokolle von Zion wurden seinerzeit in der Schweiz aus der Taufe gehoben. Die Familie Jakob Rothschild besitzt die einflussreiche Rothschild Italia in Mailand. Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern des exklusiven 10 Billionen Dollar schweren Club of the Isles, der Großkonzerne wie Royal Dutch Shell, Imperial Chemical Industries, Lloyds of London, Unilever, Barclays, Lonro, Rio Tinto, Sink, BHP, Billiton und das angloamerikanische Unternehmen De Beers miteinander verbindet. Und der verbindende Faktor dieser globalen Verbrechermafia sind die Bilderberger. Bilderberger wie der Österreicher Feimann sind aber zu dumm und ungebildet, um dieses satanische Netzwerk zu durchschauen. Naja, okay. Die deutsche Merkel oder Ackermann hingegen, die kennen das Ausmaß dieser Hydra. Sie beherrschen die weltweite Versorgung mit Erdöl, Gold, Diamanten und vielen anderen lebenswichtigen Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Unter anderem auch die Basis für die weltweite Energieversorgung, atomare Aufrüstung, Uran und Atomwaffen. Ja. Ja. Und so weiter und so weiter. Ne? Also, es geht da also noch munter weiter. Ich will jetzt auch nicht zu sehr über einzelne Produkte sprechen. Über Margarine haben wir eh schon mal gesprochen. Ne? Ich habe jetzt schon, wie lange habe ich jetzt die Margarinen da stehen? Ich habe so zwei Margarinentöpfchen. Ne? Ob das jetzt von dieser Firma war oder so, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, die sehen immer noch unverändert aus. Seit Monaten, fast schon ein Jahr habe ich die da stehen. Und das war ja auch jemand, der sagte, Mensch, hier, nimm mal so eine Margarine,
Verpackung, gefüllte, ne? Also original, macht den Deckel runter, stellt es in den Wald, da gehen nicht mal die Ameisen dran. Ne? Okay, aber das muss jeder selber wissen. Das nur so ein kleiner, ja, kleiner Hinweis, ne, auf vergangene, ja, wisst schon, ne, vergangene Sendung. Jetzt kommt was Neues, nämlich auch wieder aus der BRD, ne? Ist ja so ein bisschen der Vorreiter, all dieser Geschichten in Europa, ne, die Frau Merkel, die ja also unendlich beliebt ist unter der Bevölkerung, da habe ich übrigens eine Originalaufnahme einfangen können, wie beliebt Frau Angela Merkel als nicht konstitutionell agierende Bundeskanzlerin der BRD hier anzusehen ist. Das ist übrigens nicht meine Erfindung mit dem Nicht-Konstitutionellen. Das stammt vom Bundesverfassungsgericht. Persönlich. Ne? Vom 25.07.2012. Ne? Übrigens, wer das nicht versteht, was das heißt, nicht konstitutionell. Ja, das hört sich ja toll an. Ne? Könnte man ja, was weiß ich, was meinen, was das ist. Ne? Das heißt einfach illegal. Ne? Ist illegal am Werke. Ne? Okay, wer sich dafür interessiert, kann das ja nachschauen. Haben auch schon vielfältig drüber berichtet. Und lass uns doch mal zuhören, wie beliebt Frau Angela Merkel jetzt hier gerade eben war, als sie in Stuttgart auftrat, um dort eine Rede zu halten. Hier ja schon ein bisschen Wahlkampf, ne? Ja, damit die Illegalität noch so ein bisschen, ne, stärker überschüttelt werden kann. Verschüttet, wie auch immer. Okay, also hört mal zu, ist ganz klasse. Ja, also das ist hier natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, das könnten wir noch länger spielen. Ich habe jetzt sehr abgebrochen, weil ich höre mein eigenes Wort schon nicht mehr. Und das ist natürlich dann auch nicht so das Wahre. Aber ihr habt gehört, wie hervorragend hier doch bitteschön die Frau Merkel gefeiert wird, ne, von der Bevölkerung, wie man es ja in den Propagandamedien, in den Matrixmedien, wie ich sie nenne, häufig zu hören bekommt, oder? Ja, klasse. Also, das war's. Ich spiele das nachher auch nochmal ein, wenn ich meinen englischen sprachigen Teil habe, damit die Weltbevölkerung, also Fernseh bei uns zuhören, ne? Nee, schon die Aufgewachten, mal mitkriegen, wie das hier ist, bei uns hier auch in Europa, in der EU, im EU-Faschismus. Jo, da gab's jetzt ja eine ganz neue Information, eine ganz tolle, klasse Meldung. Ja, das ist jetzt wirklich, das schlägt dem Fass den Boden aus. Wir haben es ja schon mitgekriegt hier, komm. Diejenigen, was hat der Obama gesagt? Der sagte doch, der prägt ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wo der zur Schule gegangen ist, wahrscheinlich bei George Orwell 1984. Das Buch hat er in- und auswendig drauf und weiß ganz genau, wie das geht, indem man das Neusprech verwendet und genau das Umgekehrte sagt von dem, was gemeint ist. Ja, jetzt muss man alle drüber nachdenken, was hat er denn jetzt gemeint? Also er sagt zum Beispiel, ja, Beispiel muss er bringen, ne? Er sagt zum Beispiel, Krieg ist Frieden. Und genauso geht es hier weiter munter zu. Er bekam daraufhin, dass er das gesagt hatte, auch gleich den Friedensnobelpreis von demjenigen, der damals den Sprengstoff erfunden hat, damit es auch so richtig sprengt überall. Ne? Der hatte seine Kohle gemacht damit, mit den Kriegen überall gemacht werden. Natürlich auch ein bisschen Bergbau und so, ne? Abbau von irgendwelchen Schichtchen. Ne? Okay, das nur so am Rande, damit ihr Bescheid wisst.
Aber jetzt hier diejenigen, die ganz vorne in der ersten Reihe quasi sind, ganz vorne dabei, uns ordentlich zu verknechten und zu versklaven, haben sich selbst gekrönt, wiederum mit einem Friedensnobelpreis, weil die EU, der EU-Faschismus und die ganze Bagage, die da sitzt, dazu beiträgt, dass wir hier ordentlich befriedet werden, und zwar in Kürze jeder und alle. Ne? Und die locken immer noch, ja, ich weiß nicht, wer hatte schon mal diesen Pinocchio-Film gesehen, ne? Da werden dann die Kinder gelockt, ne? Und die kommen dann dahin und werden eingefangen auf so einem Spielzeug und so weiter und werden dann zu Eseln, ja, langsam wachsen riesengroße Ohren, und dann werden sie nachher als Sklaventiere umgewandelt. Und so geht das hier mit der EU, mit uns genauso. Ja. Ich denke, das ist mal ein ganz guter Eindruck, ne, wie das so war, in Stuttgart, ne, wie man doch dem inzwischen schon ein bisschen erkannt hat, hoppla, vielleicht wollen sie uns doch versklaven. Ne? Und ja, also gut. Und in dem Zusammenhang, weil die Sendung mit United We Win, ja, übrigens natürlich auch immer Bestandteil meiner Sendung bei Wake News Radio, sind ja immer, dass wir so ein bisschen darauf aufmerksam machen, was für Missstände gibt, ja, und dann natürlich auch Lösungen anbieten, Voraussetzungen dafür, und das wiederhole ich immer wieder, sind natürlich die üblichen Prozesse. Man muss erstmal einen Missstand finden, der einem dann hilft dazu, dass man aufwacht quasi, dass einem bewusst wird, in welcher Situation man sich befindet. Und erst wenn dann ein größeres Bewusstsein daraus erweckt, zu erkennen, wer man selbst ist, in welcher Situation man sich befindet, dann kann man immer überhaupt erst handeln. Dann informiert man sich in der Regel weiter und dann wird das Ratten- oder Kaninchenloch immer tiefer, 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 bis man dann nachher so verschiedene Frustrationsphasen überleben muss, bis man also dann soweit gestärkt ist, ne, diese Information, dass man auch sagt, hey, das will ich mir eigentlich nicht gefallen lassen, und aber auch zu dem Schluss kommt, den wir ja zumeist hier selber auch alle getroffen haben, nämlich friedlich aus diesem System auszusteigen, die Machenschaften des Systems nicht mehr zu unterstützen und nicht nur die Dinge auszusprechen, sondern auch aktiv zu werden, indem man sich selbstständiger macht von einem System und auch sich nicht mehr alles gefallen lässt. Ne? Okay, wir haben also ja seinerzeit mal diese United We Strike-Initiative gegründet, die jetzt so ein bisschen in die United We Win-Überlegung hineingreift, nämlich, dass wir, wenn wir alle zusammenarbeiten, also eine Kongruenz schaffen, eine Vereinigung, Unity heißt das auf Englisch, dann können wir gemeinsam die Dinge natürlich noch besser hinkriegen, als wenn es jeder nur für sich alleine macht. Und das ist die Überlegung dahinter. Deswegen machen wir diese Sendung einmal im Monat, jeden zweiten Samstag, indem wir rund um die Welt hier die Leute zum Aufwachen auffordern, sie mit Informationen versorgen und natürlich dann auch Ratschläge geben, was man hier oder da machen kann. Und das ist so ein bisschen der Sinn und Zweck hier unserer Geschichte. Und wir haben dann immer gesagt, don't buy, don't comply, ask why. Das heißt auf Deutsch übersetzt, nicht bei diesen Globalisten, beim System Fritzen kaufen, ja. Auch natürlich die Banken, Versicherungen, die ganzen Großkonzerne versuchen zu vermeiden, ja, sein Geld abzuziehen, ne, aus diesem System. Das ist, meine Wissen, das ist alles Schuldgeld, aber das muss man ja nicht dem System noch weiter überlassen, dass es noch mehr Unheil damit anrichtet, sondern man kann das eigentlich auch, sollte man eigentlich auch da herausziehen, weil es ja auch zur Vernichtung freigegeben ist. Dann, natürlich don't comply. Don't comply heißt also nicht immer allen Anordnungen blindlings folgen, nicht immer alles glauben, was das System einem glauben machen will,
da, wo es möglich ist, eben hinterfragen oder sagen, nee, hoppla, also das verstehe ich jetzt nicht, warum ich das machen muss. Oder eben auf Ungereimtheiten zu stoßen, wie es hier beispielsweise im BRD-Recht zu finden ist, ja, wo also die meisten Gesetze ja eigentlich gar nicht mehr gültig sind und so weiter. Ne? Und dann natürlich auch aktiv zu sagen, hey, okay, also wenn ihr mich hier, was ist das denn? Ne? Oder wenn die uns hier was vom Pferd erzählen, vom ESM und so weiter, in Europa einfach dagegen angehen, weil das kann es nicht sein. Ne? Das müssen wir uns nicht gefallen lassen und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich auch im Laufe der heutigen Sendung eine ganze Menge tolle Nachrichten, Informationen darüber, die ihr euch natürlich auch alle gerne später anhören könnt. Wir werden das alles aufzeichnen und wir werden das natürlich nachher auch verfügbar machen und ich werde es auch hier dann später auf die Archive in den Playern draufspielen, auf die Server, dass man es dann später auch mal dann hören kann. So, wir haben immer so ein bisschen das Problem, dass wir nicht wissen, wo wir unsere ganzen Archive platzieren können, weil das immer alles Geld kostet, ja, Space kostet. Serverkapazität kostet, das muss dann auch alles funktional sein. Also wie ist, ne? Wir sind also keine reiche Organisation, ne? Oder Stiftung, ne? Keine Rothschild gesteuerte Bande. Ne? Aber wir machen doch viel Werbung für Rothschild, also für den Namen, ne? Oder Rockefeller oder solche. Ich nenne die ja Dims, dominante irrsinnige Minorität. Weil die wirklich nicht alle Tassen im Schrank haben, die wollen uns die neue Weltordnung überstülpen. Und der Sinn und Zweck dieser neuen Weltordnung ist nichts anderes, als sich eine Weltherrschaft zu sichern, die noch schlimmer als damals das Römische Reich vorgeht. Denn die sind ja gar nicht überall hingekommen. Die haben es nur bis zu gewissen Kontinenten geschafft. Aber diesmal wollen sie es weltumspannend tun. Und da gibt es dann eben diese DIMMs, diese dominante irrsinnige Minorität, andere nennen die auch, ja, Illuminati, Weltelite, ne, sind die alle nicht, die also dann dort herrschen. Herrschen. Ne, und dann, wo wir noch immer sagen, wir sind der Souverän, ne, heißt es dann nur noch, es gibt nur noch einen Souverän, die setzen sich dann alle die Krone auf. Ne, weiß nicht, wie viel es da sind, aber auf jeden Fall nur eine ganze kleine Menge, gemessen an der großen Zahl der Einwohner dieser Erde, ne, der menschlichen Einwohner. Ne. Das heißt, schätzen wir mal, wir sind vielleicht insgesamt ungefähr, wer weiß das schon genau, ne, 8 Milliarden. Ne. Und diese Dims sind 5.000, ne, so um den Dreh. Naja, okay, ihr wisst, was ich da zum Ausdruck bringen will. Und ich fand also ein ganz tolles Video hier heute, ne, von dem Kanal Back to Constitution, das heißt übersetzt, zurück zur Verfassung, das sind Amerikaner, natürlich, die haben ja eine Verfassung, ne? Kritisiert von der BRD. Okay, und da gibt es also ein Video, leider habe ich den Link, den er angegeben hat, nicht gefunden, der war inzwischen schon wieder entweder verschoben oder verschwunden oder wie auch immer. Vielleicht finde ich ihn noch, dann tue ich da noch rein. Auf jeden Fall den Link zum Video dazu findet ihr eben auf dem Blog mywakenews.wordpress.com. Und die Überschrift dieser Sendung heißt The Life of a Slave of the 1850 Era. Übersetzt heißt das, das Leben eines Sklaven um 1850 in den USA. Ne? Und nicht, dass ich jetzt alles vorlesen will, weil das ist ja auch auf Englisch. Ne? Aber das Interessante ist, das ist so ein bisschen eine historische Betrachtung, wie es einem Sklaven zu dieser Zeit in den USA ging. Erstmal müssen wir natürlich wissen, dass diese Sklaven ja nicht als Sklaven auf die Welt kamen, also die ersten. Ne? Später dann natürlich wurden in der Sklaverei auch Menschen geboren, aber es hat ja irgendwo angefangen. Die meisten kamen ja vom afrikanischen Kontinent, wurden hier angefangen, meist von arabischstämmigen Händlern und dann wurden sie die gingen einfach so da, ja, was ihnen da immer weg lief, wurde einkassiert, ne? Und dann unter schlimmen Umständen dann an die Küsten von Afrika gebracht und dort in bestimmten Verschiffungshäfen, die sich dann auch gebildet hatten, zumeist am Anfang vom Portugiesischen, später Spanischen, Englischen, was weiß ich,
Reedereien, ne? geradezu in Millionenhöhe dann ja in diese sogenannten neu entdeckten Regionen befördert, um dort als Sklaven zu dienen. Und das waren meistens Südamerika oder eben der amerikanische heutige US-Kontinent, auch die ganzen Inseln davor, wenn man daran denkt, ne, die ganzen wunderschönen westindischen Inseln zum Beispiel, wie die ja hießen, weil sie dachten, sie hätten Indien entdeckt damals. Ne? Okay, wie auch immer, das ist, will ich auch jetzt nicht vertiefen. Jedenfalls kam dann ja später heraus, dass diese Kaufleute, diese Sklavenhändler beziehungsweise die Reeder, ne, also denen diese Schifffahrtsgesellschaften oder diese Schiffe gehörten, in der Regel kasachischen Ursprungs waren. Ne? Das nur so am Rande. Vielleicht für den, den es interessiert. Jedenfalls, als sie dann da an ihrem Bestimmungsort angekommen waren, da ging es ihnen dann nicht mehr so gut, denn ursprünglich, wenn sie denn direkt aus dem Kontinent Afrika beispielsweise kamen, sind sie ja genau, wie es uns eigentlich geht, frei geboren worden. Ne? Frei geboren, das heißt, sie hatten das Common Law, das heißt die allgemeinen Rechte, die jedes Lebewesen hat, wenn es auf die Welt kommt. Ja. Aber dort waren sie eben keine Menschen mehr. Sie wurden eben als Sklaven behandelt und deshalb wurden ihnen also ja, sämtliche Rechte, die die Weißen, überwiegend Weißen natürlich, dann dort hatten, wurden ihnen nicht gegeben, nicht zugestanden. Und da steht es zum Beispiel: Das Leben als Sklave dort war sehr schwierig. Hier sind so einige Dinge aufgeführt, die in diesem Leben dieses Sklaven abliefen oder die da wichtig waren. Kleidung. Jedes Jahr bekam ein Sklave im Schnitt 2 Leinenhemden, 2 Paar Hosen, eine Jacke, ein paar Socken, ein paar Schuhe, ein Überzug, also Mantel oder ja, irgend sowas, und eine Wollmütze. Ja. Und als Essen bekamen diese Sklaven Cornmeal Salt Herrings. Also es muss irgendwie bestimmte Spezialität sein, die da im Anglo-Amerikanischen eine Rolle spielt. Das muss irgendwie so ein Brei gewesen sein mit Salzhering. Ja. Und 8 Pfund Schweinefleisch oder Fisch jeden Monat als Nahrung. So. Und da kommentiert derjenige, ja, der jetzt hier dieses Video gemacht hat, ja hoppla, dann ging es denen aber besser als heute vielen Amerikanern jetzt schon. Ja. In den USA ist ja die Armuts Situation noch viel strenger als in vielen europäischen Ländern. Da leben also, ich glaube, schon die Hälfte der Leute in Armut, ne, da drüben. Und viele haben nicht mal das, was hier also damals den Sklaven gegeben wurde. Nicht? Und was also die Bewohnungs- oder Wohnsituation ausging, diese Sklaven lebten ja eigentlich so in Holzhütten mit Erdboden als Boden, so direkt auf der Erde, ja. Aber manchmal hatten die sogar also so ein paar so ein paar mehr Befestigungen, so ein paar Holz Bohlen, die dann da auch so drüber führten, sodass also nicht ganz so direkt mit der Erde verbunden waren. Und die Betten waren einfach, die bestanden aus Stroh oder Gras, ja, oder alten Matratzen. Und es gab immer nur eine Decke als Überzug. Ne? Und man muss ja wissen, die Sklaven konnten dann nicht irgendwie dann rausgehen und sagen, ja, jetzt besorge ich mir aber noch was Neues, was anderes, zusätzlich. Ne? Die konnten nur das nehmen, was man ihnen gab. Ne? Also einzelnes Zimmer wurde von bis zu 12 Personen bewohnt, also Männer, Frauen und Kinder zusammen. Das hier mal so als Beispiel. Ich will da jetzt auch nicht so sehr drauf eingehen.
Diese Sklaven hatten keine Rechte, sie durften nicht einer Kirche zugehören, durften nicht Christen sein. Also das kam erst später dann, als sie befreit wurden, Anführungszeichen, oder in eine erweiterte Sklaverei wanderten und wurden natürlich strengstens nicht nur gehalten, in Anführungszeichen, weil die wurden ja eben nicht wie Menschen behandelt, wurden geschlagen, gefoltert und was weiß ich, waren also dem Wohle ihrer Herrschaften vollends ausgeliefert. Und eben in der Kommentierung dieses Videos, und ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen, das kann sich ja jeder anhören oder ansehen, ist es eben so, dass er den Gedankensprung da hineinbringt, und deswegen bringe ich es auch hier in dieser Sendung, dass das eigentlich eine Beschreibung der Situation ist, wie man sie heute bereits, bezieht sich da auf die USA, in den USA wiederentdecken kann. Und hier mit dem Unterschied, dass die Sklaven von heute nicht mehr ausschließlich schwarz sind, ja, also aus Afrika stammend, sondern dass es eigentlich überall, alles, egal was auf zwei Beinen läuft, welcher Farbe auch immer, wie Sklaven behandelt werden. Man denkt nur die Behandlung eben durch die Polizei, die also nicht auf die echten Verbrecher an der Wall Street zugeht und dort die Leute festnimmt, die also Menschen um Milliardenbeträge in US-Dollar gebracht haben, in betrügerischer Art und Weise. Nein, diese werden in der Regel zufrieden gelassen oder kommen mit geringen Strafen davon. Aber diejenigen, die das aufdecken, die dagegen protestieren, denken wir an Occupy Wall Street, OBS, da werden also kleine, zierliche Frauen unbekümmert, nur weil sie dagegen protestieren, mit der Faust ins Gesicht geschlagen, auf das sie ohnmächtig da niederfallen, ne? Und werden geprügelt mit allem Möglichen, was ihnen zur Verfügung steht. Ne? Polizeiknüppel, Gummiknüppel, wie auch immer. Und ich denke, das ist ein Beispiel dafür. Oder aber man bestraft die Leute dafür, dass sie Regenwasser einsammeln inzwischen. Ne? Oder man bestraft sie, weil sie ihre Kinder draußen rumlaufen lassen, unbeaufsichtigt. Ne? Oder man grapscht ihnen auch an die Teile ihres Körpers, wo man es nicht so gerne hat, dass das Fremde machen. Ne? Inzwischen überall, an jedem Flughafen. Ne? Solche Dinge beispielsweise passieren jeden Tag zuhauf. Da fragt er zu Recht, wo ist eigentlich jetzt der Unterschied zu dem früheren? Weil wenn du ungestraft als Polizist eben so einer Frau einfach so ins Gesicht schlagen und hauen kannst und sie fertig machen kannst, ohne dass du irgendwie daraus Konsequenzen zu befürchten hast, dann lässt sich das doch wieder zurückführen auf die Situation, die schon 1850 in den USA herrschte, überwiegend im Süden der USA, wo Sklaven einfach bestraft werden konnten, ohne dass ihre Herren auch nur irgendeine Nachteil daraus gezogen hätten. Ja, und wo ist jetzt der Unterschied? Und da fällt mir auf, springen wir jetzt hier mal einen Moment rüber nach Europa. Ich kriege hier jeden Tag Meldungen rein, wie auch Menschen hier in Europa, und das nur bitteschön aus dem deutschsprachigen Raum, also Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und so, die schreiben mir das ja nicht, ne, weil ich ja auch deren Sprache nicht so spreche, auch nicht darüber so sende, eher nur so allgemein meine Eindrücke da wiedergebe. Was ich da mitgeteilt bekomme von Verbrechen an der Menschlichkeit, Übertretung von Menschenrechten, erinnert stark daran, was ich gerade eben so geschildert habe, was auch in Amerika passiert, in den USA. Und gestern eben war mir das dann auch wieder aufgefallen, es rumort ja in Europa, das wissen wir ja. Viele Leute
merken das, lassen es sich nicht mehr gefallen. Sie wollen nicht mehr unterdrückt werden, ja, weil jetzt wird es besonders deutlich, weil es an die Existenz geht. Und wer also an die Existenz eines Menschen geht, muss mit Gegenwehr rechnen. Die Sklaven dort 1850 im Süden der USA, als Beispiel, es gab Sklaven, gab es ja immer schon, auch in früheren Jahrhunderten, das will ich jetzt, da gibt es auch noch Beispiele, da will ich gar nicht drüber reden, aber einfach nur dieses doch aus recht kurzer Vergangenheit geschilderten Situation, die hatten große Angst, denen wurde Angst gemacht, eben durch diese Strafen, durch diese Brutalitäten, die ihnen zustießen, dass sie also nicht aufmucken, dass sie sich nicht zur Wehr setzen, dass sie sich eben dem unterordnen, was die Herren, in Anführungszeichen, wollten. Ja, und da muss ich sagen, das ist die Taktik. Nicht? Dass diese Taktik wird hier auch angewandt. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei einer Polizeiaktion in der BRD dann auch sogar ein Polizeihund auf einen der Demonstrierenden oder der Andersdenkenden oder der Andershandelnden gejagt und gehetzt wird, der sich dann in den Unterarm eines dieser Menschen hineinverbeißt, sodass ihm der fast abgerissen wird oder hätte amputiert werden müssen, ohne dass diese Person oder diese Leute, die das getan haben, wahrscheinlich mit irgendeiner Konsequenz rechnen müssen, weil auch in der BRD als Beispiel inzwischen nur noch das Unrecht herrscht oder das Recht nur auf der Seite der Mächtigen zu finden ist. Aber das ist nicht nur in der BRD so, das ist in Frankreich so, das ist in der Schweiz so, das ist in England so, es ist überall so. Und deswegen kommt mehr und mehr zum Tragen, was jetzt eigentlich passiert hier. Und deswegen berichten wir auch über diese Umstände oder Zustände. Deswegen habe ich mich auch oder werde das auch weiterhin mit dem Hartz-IV-Thema in der BRD beschäftigen, weil dort klar zum Ausdruck kommt, dass man die Menschen, ja, denen man ja auch gar keine Arbeitsplätze mehr anbieten kann, weil diese Arbeitsplätze ja alle exportiert werden in Billiglohnländer, wo es noch einfacher ist, die Menschen zu versklaven, dass man die Menschen hier dann an ihr Existenzminimum bringt, um ihnen jegliche Basis eines möglichen Widerstandes zu nehmen und sie so weit einzuschüchtern und runterzuholen, dass sie gar nicht mehr die Gelegenheit haben, sich dagegen wehren zu können. So meinen die Herren das zumindest. Nun ist aber inzwischen dort auf breiter Front und nicht nur bei mir Widerstand ja, zu sehen, zu spüren, zu hören, zu sehen. Ja. Und so muss man eigentlich auch verstehen, dass jegliche Art eben des Aufzeigens von tyrannischem Verhalten seitens von Regierungen oder mächtigen Behörden dazu führt, dass die Leute mehr und mehr aufwachen. Und deswegen ist das Internet als das wichtigste Medium der Informationsverbreitung, der Nachrichtenübermittlung so gefährlich für diese Mächtigen geworden, dass sie also alles dran setzen, das irgendwie abzuklemmen, was verdammt nicht einfach ist, denn wenn man das täte, dann wäre ein allseitiges Aufwachen gegeben und das möchte man natürlich nicht unbedingt so riskieren. Deshalb versucht man es hier und da und dort und da, aber auch darüber sprechen wir ja häufig in unseren Sendungen. Also das ist vielleicht nochmal so ein bisschen ein Einstieg, auch auf die Perspektive, was hätten wir zu erwarten, wenn wir diese neue Weltordnung und die Leute dahinter einfach agieren lassen, wie sie es geplant haben. Was kommt dann auf uns zu? Leben wir dann wieder in den ärmlichsten Verhältnissen? Werden wir dann wieder zu 12 oder zu wie viel in einem Raum zusammengepfercht? Hier und da passiert das sowieso. Schon bei einfach deswegen, weil die Leute sich die Mieten gar nicht mehr leisten können. Ja.
Kommt es dann nachher so weit, wie das zum Beispiel in den USA ja klar auch auf gesetzlicher Art und Weise bereits festgelegt wurde, kommt es dann dazu, dass man Menschen alles wegnehmen kann, mit dem Hinweis darauf, ja, der Staat benötigt es. Der Staat also als Regierung. Ja. Und die einen dann auch einfärchen können in einem sogenannten FEMA-Camp, einem Konzentrationslager, weil du ja auch anders gar nicht mehr dann überleben könntest, weil man dir alles weggenommen hat. Um dann eben ja das zu exekutieren, was überall schon auch von uns aus so propagiert wird, nicht nur von mir, sondern von vielen, vielen anderen, eben ein Eugenikprogramm laufen zu lassen, neben all den Dingen, die ja sowieso parallel laufen. Es ist also schon ein harter Brocken, wenn man sich überlegt, was eventuell da auf einen zukommen könnte. Und umso wichtiger ist es, dass wir Aufklärung betreiben. Nicht jeder ja, kann das hier vielleicht sofort so auch sehen, ja, kann diese Parallelen erkennen, weil es ihm vielleicht selbst noch zu gut geht, er noch sein eigenes Häuschen hat, immer noch jeden Monat irgendwelche Mittel zur Verfügung hat. Aber das kann sich ja quasi auch über Nacht ändern. Nicht? Das ist ja diese Überlegung, die jedem natürlich einen Schrecken einjagt. Jeder kann sich so etwas vorstellen. Es wäre, wenn er am nächsten Tag nichts mehr hat. Aber das kann jederzeit kommen, ne? Dass sich die Mächtigen überlegen, jetzt schlagen wir zu, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und das sind natürlich immer gewisse ausschlagende Erlebnisse oder Ereignisse wichtig, wie zum Beispiel Ausbruch eines größeren Krieges oder der Zusammenbruch einer ja, Wirtschaftsfinanzsituation, wo dann zum Beispiel ja, Banken schließen, Geschäfte schließen. Ja. Oder dass man eben sagt, wir müssen unsere Schulden zahlen als Staat oder als Regierung und jetzt wird alles beschlagnahmt. Ne? Alles beschlagnahmt, das hat es schon so häufig gegeben, auch in den Geschichten eben dieser Region Europa, wenn man nur an die letzten beiden Weltkriege denkt, ja? Was die Menschen dort zum Teil alles verloren haben. Also viele davon leben natürlich nicht mehr, aber diese Geschichten sind bekannt. Ja, werden ja auch in den Familien weitergetragen. Dort weiß man dann schon, wovon man redet. Und es wird einem dort immer natürlich genannt und viele glaubten das auch. Ob sie es heute noch tun würden, weiß ich nicht, nachdem sie jetzt bei Detlef Wake News Radio zugehört hätten. Dass sie das taten, um ihrer Nation zu dienen. Ich sah da gestern noch so einen Ausschnitt eines Spielfilms. Das handelte so da von den, vom Zweiten Weltkrieg, so die Phase da, wo in den USA, wo dann ja der Kriegseintritt kurz bevorstand. Da wurde schon auf den Straßen in den Gemeinden wurden Metalle eingesammelt und da stand dann draußen an diesen Lastwagen dran, ja, das Uncle Sam braucht eure Hilfe. Ne? Also Uncle Sam ist der Begriff für die Regierung. Das heißt, dort wurde fleißig von allen Leuten alles abgezockt und später haben sie alles weggenommen, ohne zu fragen. Vorher war das noch freiwillig und hinterher wurde es einfach genommen, ohne dich zu fragen. Ja, und das sind natürlich die Dinge, die jetzt wieder voranstehen. Gestern unterhielt ich mich mit jemandem hier in Basel ganz kurz, den ich auch darauf hinwies, was jetzt möglicherweise alles passiert. Ich bin aber ganz vorsichtig, wenn ich mit Leuten spreche, die ich nicht so kenne, die vielleicht auch noch gar nicht so diesen Status erreicht haben, des Aufwachens, um einfach mal zu testen, wessen, was er denkt. Ja. Und da kam zurück, ja, Geschichte wiederholt sich. Aber was ich eben nicht verstehe, das zu erkennen, ja, dass sich die Dinge wiederholen, die wir alle schon schrecklicherweise oder unsere Eltern oder die Generationen vor uns erlebt haben, dass das dann nicht dazu führt zu sagen, ja, das will ich aber nicht. Dieser Schritt, das ist der wichtigste. Denn es nur zu erkennen, dass es Probleme gibt und das ist eine gute Voraussetzung, wenn man so weit ist, dass man es überhaupt erkennt. Aber für uns ist es eben wichtig und deswegen auch diese Sendung, gerade hier unter United We Win, was ja nichts anderes heißt als gemeinsam gewinnen wir, dass wir es eben versuchen, diesen nächsten Schritt zu machen, nämlich nicht nur das Erkennen der Probleme
sondern eben auch die Möglichkeit, was kann ich tun, um die Dinge gar nicht so weit kommen zu lassen oder das zu verhindern oder es sogar noch besser funktionieren zu lassen. Und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, dass auch inzwischen die Leute, die eigentlich man trotz aller Kritik, die sie üben, zum System rechnen muss, wie beispielsweise der Professor Dr. Schachtschneider aus der BRD, ist ein Verfassungsrechtler, Völkerrechtler, Staatsrechtler, ja, der also jetzt inzwischen sich so weit rauslehnt aus dem Fenster, dass er die Dinge ja eigentlich schon auch recht klar beim Namen nennt und sagt, ja, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo wir eigentlich die Situation erreicht haben, dass wir uns wehren dürfen gegen die Tyrannei einer Regierung, die sich nicht mehr an die eigenen Gesetze hält. Ne? Nämlich ist das, das wisst ihr, die aus der BRD zuhören, der Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Ne? Das haben die schon damals gewusst, die Alliierten, dass es irgendwann soweit ist. Nämlich das Recht eines jeden Deutschen, gegen jeden Widerstand zu leisten, der es also unternimmt, die demokratische rechtliche Situation außer Kraft zu setzen oder die zu verletzen. Ja, aber natürlich hat er gesagt, und das ist ganz richtig auch so, muss er ja auch so sagen, und ich vertrete das auch, das muss auf friedliche Art und Weise gehen, beziehungsweise muss das, wie soll ich sagen, angemessen an der Situation passieren. Und das Beste wäre, wenn nämlich ganz viele Leute das eben erkennen, und jeder muss das in seiner Nation, in seinem Land überprüfen. Auch, denke ich, gibt es in anderen Nationen da Handlungsbedarf. Das ist nicht nur in der BRD so, mit dem Grundgesetz, sondern es gibt in anderen Ländern Verfassungen, und diese Verfassungen sind ganz wichtige Instrumente, um die Regierungen im Zaum zu halten. Das Grundgesetz ist dafür da, dass die Regierung sich daran hält. Und deswegen wird das ja ständig auch in der BRD macht die Regierung selber die Änderungen zum Grundgesetz. Ja. Also in anderen Ländern sind die Leute ein bisschen vorsichtiger, einfach eine Verfassung zu ändern seitens der Regierung. Das muss das Volk eigentlich tun, ne, der Souverän. Wobei eben hier der Herr Professor Schachtschneider in seiner letzten Interview-Diskussion mit dem Jürgen Elsässer, kann man sich anschauen bei YouTube. Ich kommentiere da übrigens auch nochmal separat dazu, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber nur als Beispiel, der dann eigentlich souverän ein bisschen anders darstellt und eigentlich sagt, dass es nicht richtig definiert sei. Ich denke schon, dass es definiert ist weltweit, dass wenn ein Staat souverän ist, dann ist er frei. Ja. Und er definiert eigentlich Souveränität mehr auch bezogen auf den einzelnen Menschen, weil wir alle in der Regel frei auf die Welt kommen und von Natur aus souverän sind und wir das Recht haben, diese Freiheit zu verteidigen. Okay, das denke ich, machen wir auch nochmal ein anderes Mal. Ich will da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, auf das, was der Dr. Schachtschneider, Professor Schachtschneider dort gesagt hat. Jedenfalls war es erfreulich, dass jetzt auch aus einem solchen Munde, der ja natürlich schon im System verankert ist, so eine doch klare Ansage kommt, dass hier der Artikel 20 Absatz 4 eigentlich schon von den Deutschen angewandt werden müsste. Ja. Das ist die Hauptaussage, die ich daraus jetzt mal so genommen habe. Okay, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ich wollte jetzt auch noch mal ein paar Informationen mit euch teilen, die ich denke wichtig sind. Nur, dass ihr das mal wisst, wie weit wir jetzt in dieser Versklavung, und das muss wirklich den Leuten mal langsam klar werden, ne? Dass wir in der Situation sind, und das nicht nur in der BRD, bitte,
sondern überall. Ich habe vor allen Dingen jetzt aus den USA gesprochen, aber es ist der Fall überall. Ob es England ist, ob es Frankreich ist, Holland ist, Belgien ist, Schweiz ist, Österreich ist und so weiter. Überall ist das Gleiche. Was jetzt gemacht wird in der BRD, zeigt das Anziehen der Schrauben, nämlich die Mehrwertsteuer. Die sogenannte, ist ja auch ein Neusprech, ne? Ist ja kein Mehrwert, sondern ist ein Abzocksteuer. Ja? Die Mehrwertsteuer bei Silber steigt von derzeit noch 7% auf 19% ab dem 1. Januar 2013. Und das ist, sei definitiv beschlossen. Natürlich von einer nicht konstitutionellen Regierung. Also ihr wisst, wohin der Zug geht. Die wollen jetzt auch hier an alles ran, was noch irgendeine Art von Wert bedeutet. Also es ist ganz wichtig, das umzusetzen für sich, nicht nur gedanklich, sondern auch materiell, ne? Mal zu überlegen, was besser ist. Ne? Ich warne auch jeden, der so da noch ein Häuschen oder ein Grundstück auf Schulden und so kauft, das Ding gehört einem nicht. Jedes Geld, was du da investierst, ist verloren. Nur wenn du es, sagen wir mal, selber bezahlen kannst, ist es ein gutes Investment. Der Rest wird dir weggenommen, so oder so. Lieber das Geld für was anderes einsetzen. Das ist meine Ansicht. Aber gut. Ich bin ja hier kein Investitionsbanking-Berater. Ne? Bestimmt nicht. Aber ich würde, wenn ich Geld hätte, da keine Schulden mehr machen. Weil du dich dann ganz ohne Not in eine Enteignungssituation begibst. Gut, die Enteignung kann natürlich auch kommen, wenn du nachher das Eigentum an irgendetwas hast. Das ist klar. Deswegen sollte man sich eh fragen, ob es sinnvoll ist, Eigentum zu haben, das man sehen und, soll ich sagen, materiell erfassen kann. Tja, wie übersetzt man das jetzt? Ne? Jeder kann sich's überlegen. Jeder hat eine Schaufel, jeder hat ein Grundstück vielleicht oder weiß, wo man da irgendwas vergraben kann. Jetzt meint ihr, warum so viele Schätze gefunden wurden aus vergangenen Zeiten? Das waren alles Leute, die ihre Sachen eben aus Angst vor Enteignung, vor Plünderung in Sicherheit haben bringen wollen, dann vielleicht nicht mehr dazu kamen, weil sie ihr Leben lassen mussten oder weil es nachher vergessen wurde, wo das liegt oder was auch immer. Ne? Wisst man nicht. Aber das sollte man sich überlegen. Ich biete ja auch immer an, diese Überlegung nachzugehen, sogenannte Survival-Gruppen zu bilden. Das sind sinnvolle Schichten, die entweder aus einer Familie, Bekannten, Freunden oder wie auch immer bestehen können oder Nachbarn, die nämlich dann den Hintergrund haben, dass man sich vorbereitet auf irgendeine Katastrophe, welcher Art und auch immer. Das kann irgendwas sein, was auf der Erde passiert oder durch Einfluss von außen aus dem Universum kommen könnte. Aber auch vor allen Dingen gegen die Probleme, die im Inneren sind, die man zu erwarten hat, nämlich die ansteigende Tyrannei, vielleicht auch Kriege und so weiter. Ist nicht schlecht, wenn man so eine Gruppe hat, auf die man sich verlassen kann, dann kann man auch gewisse Aufgaben verteilen. Man kann auch gemeinsam vielleicht Dinge anschaffen, die man alleine nicht sich hätte leisten können, ne? Und so weiter. Leider kann ich das auf meiner Webseite im Moment so nicht mehr unterstützen, weil ich die nicht adaptieren kann. Aber es gibt natürlich bei mir noch einen Link dazu. So nach der Art kann man das tun. Ne? Okay. Ja, das ist vielleicht mal so ein bisschen als Einstieg nochmal zur Erfassung der Problematik, die man eigentlich spüren kann, die vor uns steht. Ja. Aber natürlich ist es ja eigentlich so, dass wir dieses ungeheure Glück haben, anders als die Sklaven, die damals von Afrika transportiert wurden in andere Kontinente oder wie die römischen Sklaven oder andere Sklaven anderer Länder seinerzeit, die eben kaum Möglichkeiten hatten, sich miteinander zu vernetzen, sich zu informieren und ihre Gemeinsamkeit entwickeln konnten. Die mussten das mit viel größerer Mühsal tun, als wie uns das jetzt im Moment noch möglich ist.
Deswegen denke ich, müssen wir diese Zeit nutzen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mir gerne auch während der ganzen Sendung hier gerne, ja, auch Fragen, Infos und so weiter zusenden unter radio@wakeness.net oder hier auch im Chat. Das bitte ja, einfach mal hier reinposten. Ne? Okay. Ja, jedenfalls ist das so, wir dürfen nie den Mut verlieren. Das ist ganz wichtig, denn wir sind ja jetzt in der Situation, wo man eigentlich noch alles abwenden kann. Und das ist das, was auch viele Menschen hier in Europa erkannt haben und nicht nur in Europa. Wir kriegen ja immer diese Informationen nicht. Und natürlich ist uns Europa näher als andere Kontinente, andere Regionen. Aber überall auf der Welt brodelt es. Und ich habe auch gestern noch mal so Live-Feed gesehen aus Madrid. Ja, da haben sie, hat die Polizei wieder ein Haus, ein besetztes Haus zurückerobert, was sie schon mal geräumt hatten. Da waren dann gestern schon wieder Leute eingezogen. Die haben sie da wieder mit Gewalt rausgeholt. Da gibt es diese Live-Feeds, ja, und so weiter. Und ja, hier steht zum Beispiel was, fragt die Isländer. In Island haben sie es zum Beispiel auch gemacht. Sie haben konzertiert dort, die am Ruder waren, die also für die Bankster gearbeitet haben, die also auch das Land geplündert hatten. Sind sie vorgegangen, haben diese vor Gericht gestellt, haben sie teilweise eben auch verurteilt und haben auch vor allen Dingen die Regierung neu zusammengesetzt und ja, haben sich da als ganze Nation gegen diese Schichtchen gewehrt. Und das wäre eigentlich auch das, was hier dringend notwendig ist. Ja, weil aber das geht nur, wenn die Leute kapieren, um was es geht. Und ich habe auch gestern noch mal wieder ein anderes Gespräch gehabt mit einer Frau, die also einfach so ihr Leben lebt, ja, und einfach mit ihren Problemen so zugeschüttet ist, wie, was weiß ich, wie jeder von uns. Natürlich auch. Aber die eigentlich sich noch gar nicht diese ganzen Gedanken gemacht hat. Nicht? Was passiert, wenn, ne, ich keine Kohle mehr kriege? Und die kriegt jeden Tag arbeiten, die kriegt am Monatsende ihre Überweisung und hat auch wahrscheinlich das Geldsystem nicht wirklich verstanden und diese Zusammenhänge nicht und fragte mich dann, ja, das, aber wie soll man das alles wissen? Und ich, ja, und das ist jetzt unsere Aufgabe, ist es, sich selber zu bilden, ja, weil wenn man das nicht tut, dann, ja, ist man selbst schuld an seinem eigenen Schicksal. Und unsere Aufgabe ist es, diese Aufforderung an unsere Mitseelen zu geben, dass sie sich jetzt auch um ihr eigenes Leben kümmern müssen, und zwar nicht, indem sie ihre Arbeitskraft irgendjemandem Fremden geben, sondern sie ihr Leben verantwortlich in den Griff nehmen. Ja, oder? Ja, also die Situation ist wirklich inzwischen so weit, dass wir darüber nachdenken müssen, was wir tun können, um diesen, ja, diese Schlinge, die man uns um den Hals gelegt hat, nicht zuziehen zu lassen. Sie ist noch so locker im Moment, dass wir noch da rauskommen können. Aber wenn sie mal zu fest gezogen ist, dann geht das nur noch mit Gewalt. Ja. Das ist eigentlich etwas, was wir eigentlich versuchen wollten zu vermeiden. Gut, also Leutchen, ich gehe mal in eine ganz kurze gedankliche Überlegungspause. Da kann auch jeder mir gerne in der Zwischenzeit eine Information, Kommentare, Fragen und so weiter zusenden. Wir sind hier bei dem United We Win Radiomarathon vom 13. Oktober 2012. Und das wird noch spannend hier in der zweiten Stunde, weil wir natürlich auch über Möglichkeiten weiter reden wollen. Also bleibt dran. Hier ist der Detlef. Hi everyone, this is Karen to remind you that the 15th is coming up and people all over the world are withholding their money and their energy. When we build our numbers enough to where we affect the bottom line of profit, we will be heard. Remember, every 15th, don't buy, don't comply, ask why, and join us on our marathons, the second Saturday of each month. Thanks very much for your support. Power to the... We'll be right back.
Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ich sehe gleich wieder von der kurzen Erholungspause von diesen Themen, nicht? Wir hatten da den Alvin is Rumbling Beats mit Rumble Mumble, ja. Ihr wisst, ich unterstütze ja auch Künstler, die mir hier ihre Musik zur Verfügung stellen und spiele die gerne und promote die gerne. Schickt mir einfach, wenn ihr zuhört, hier einfach mal unter radio@wakenews.net eure Musik zu als MP3. Muss immer frei von rechten Dritter sein, sonst machen die mir hier vor allen Dingen bei YouTube immer Probleme, ne, mit der Musik, ne, Copyright, ne? Wir sind ja über GEMA und so haben wir auch schon gesprochen, ne? Könnt ihr euch alles sagen, ne? Okay, danke dafür und natürlich auch alle anderen Zuhörer hier in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 13. Oktober 2012, unsere United We Win Radio Marathon Sondersendung, ne, in diesem Monat, die also rund um den Globus geht. Das heißt, wenn ich hier dann nach dieser Stunde mit meiner deutschen Sendung fertig bin, mache ich dann weiter 20 Minuten auf Englisch. Dann muss ich auch die Kollegen mal so ein bisschen hier aufs Laufende bringen. Den will ich ja vor allen Dingen nachher auch mal den Jubel vorspielen, den hier Frau Angela Merkel in Stuttgart erleben durfte. Ne? Jetzt gerade eben. Okay, damit ich wissen, wie beliebt hier die Spitzenpolitiker sind. Und die anderen wahrscheinlich auch. Okay, ja, und dann so ein bisschen zusammenzufassen, was hier abgeht. Ja, und dann kommen natürlich noch eine ganze Menge andere Leutchen zur Sprache. Alles klasse Gäste, alles tolle Hosts später. Auch Karin Quintostaro wird uns dann mit begleiten über viele Stunden. Das geht also bis wahrscheinlich 10 Uhr in der Nacht. Dann machen Sie es mal nicht 24 Stunden wie sonst. Nur ein bisschen weniger. Ne? Okay. Wer das Programm lesen will, kann das finden bei mir unter mywakenews.wordpress.com, zum Beispiel auf den Blogs oder allen anderen Blogs, habe ich heute parallel die Sendung angekündigt. So, da vielleicht das dazu. Und ihr könnt mir jederzeit hier auch noch unter radio@wakenews.net eure Infos reinschicken oder auch die Chaträume benutzen, die ich hier habe, zum Beispiel auf wakenews.net, Wake News Radio. Da sind 3 Stück, kann man alle nutzen. Ne? Okay, ja. 10 Uhr in der Nacht, das ist wenig. Ne? Ja. Also wir rechnen es immer nach der pazifischen Zeit und da ist es dann um 13 Uhr pazifischer Zeit zu Ende. Ungefähr. Ne? Vielleicht überzieht der Winnie Eastwood wieder. Ne? Weiß ich nicht. Weil jeder diesmal nicht 1 oder 2 Stunden macht, wie wir das früher mal gemacht haben, sondern immer nur 20-Minuten-Segmente. Und somit haben wir die Möglichkeit, mehr Leute in kürzerer Zeit vorzustellen mit ihren Themen. Schauen wir mal, wie das läuft. Gell? Okay. Naja, also pazifische Zeit, das sind immer 9 Stunden Unterschied. Ne? Wenn also 13 Uhr das Ende sein soll, dann wären das hier 22 Uhr, ne? In der Nacht. Ja? Okay, ich werde einen Großteil hinter den Kulissen dort auch mit produzieren. Taucht da wahrscheinlich auch mal im Laufe der verschiedenen Sendungen dann auch mit auf und gebe meinen Senf auch noch damit rein. Ne? Oder? Gell? Ja, also das die erste Stunde war mal so ein bisschen geprägt davon, zu erläutern, anhand des Beispieles der Sklaven-Situation um 1850, die zumeist aus Afrika kamen, in den USA, in den Südstaaten der USA, wie das da abgegangen ist, ja? Was sie für Lebensumstände hatten. Und einen Vergleich gebracht eben zu der Situation, wie es hier in den USA, dort von Seiten desjenigen, der dieses Video gemacht hat, bereits, dass da Parallelen zu sehen sind. Dass den Leuten sogar teilweise sogar schon schlechter geht als den Sklaven um 1850. Ja. Und dann habe ich den Brückenschlag gemacht hier zu uns. Und wenn du ein Hartz-IV-Bezieher bist, kannst du schnell nachvollziehen,
dass du selber in absoluter Knechtschaft dich befindest, nicht nur was die Mittel angeht, sondern auch die Art und Weise, wie man dir vorschreibt, leben zu sollen. Ne? Dieses gedankliche Gefängnis, das man über dich rübergeschüttet, innerhalb der Matrix. Die Matrix-Krise kommt ja noch oben drüber. Ne? Das sind also ganz tyrannische Geschichten, die ablaufen. Und mit der spirituellen Seite dieser Situation haben wir uns ja letzten Donnerstag ein bisschen beschäftigt. Wen das interessiert, am 11.10.2012 fand ich auch, kann man sich anhören, ist was anderes als nur diese Tagesgeschäfte abzuarbeiten. Ne? Die Matrix. Und ich mache das immer auch ein bisschen hoffentlich so, dass man zuhören kann, nicht zu trocken, sondern auch durchaus manchmal mit einem kleinen Effekt, ne? Wie zum Beispiel, dass man sich auch mal hier ein Huhn hören kann, ne? Sowas hier zum Beispiel. Ja, gut, das ist ein Weckruf, ne? Dass wir auch mal ein bisschen wach werden hier am Samstagnachmittag. Die meisten, die eine lange Nacht vor sich hatten, hinter sich hatten, fangen jetzt erst langsam an, aufzuwachen, gell? Oder? Naja. Gut, so ist es also. Und wir dürfen natürlich jetzt eins nicht tun. Wir dürfen uns nicht davon erschrecken lassen, denn das ist ja der Sinn und Zweck dieses Umgehens in der Art und Weise, wie die Herrschaften, in Anführungszeichen, die ich ja die Dims nenne, mit ihrem Gefolge, dass DIMS, ne, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, dominante irrsinnige Minorität, andere nennen die auch Weltelite. Okay. Ja, und da habe ich auch erzählt, ach, hier die EU-Faschisten haben sich jetzt selber die Krone aufgesetzt und haben sich den Friedensnobelpreis gegeben, obwohl sie mitten im Krieg sind. Ne? Nicht nur mit der eigenen Bevölkerung, auch noch im Nahen Osten. Ja, da wird gerade der Iran zu Tode geknebelt. Da wird alles weg. Da die wird nichts mehr hingeschickt. Da wird alles unterbunden. Kein Handel mehr. Die Leute fangen schon an da. Ja, Zivilisten meistens. Nö, oh, gut, die wollen wir eh loswerden. Ne? Okay. Ja gut, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Habe ich ja in der ersten Stunde gemacht. Okay. Und da, ja, da habe ich irgendwo eine Satire gesehen, da hat, das reizt ja geradezu, dass man dazu was sagt. Satire gesehen, dass man gesagt hat, warum hat man nicht die Bankster, ne, alle die Bankster, jetzt mal, warum hat man denen nicht einen Friedensnobelpreis übertragen? Ja? Zum Beispiel eine Familie Rothschild, ne? Die haben eh schon eine Menge Kronen auf dem Haupt, aber Friedensnobelpreis, Krone auch noch oben drauf, ne? Okay. Die stiften das ja. Sowieso. Aber gut, können sie auch mal selber einen aufsetzen. Und Rothschild. Also Rothschild habe ich schon gesagt, Rockefeller, Warburg, wie sie alle heißen. Denn Queen Elizabeth, die trägt ja immer schon eine Krone. Also man kann auch sagen, die haben einen in der Krone. Das ist was anderes. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ja, und in dem Sinne ist das immer ganz interessant, diese Herrschaften da immer aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und das tue ich ja gern, das wisst ihr. Ja, und wie gesagt, dennoch muss man natürlich sich mit der Situation, in der man sich befindet, auseinandersetzen. Ja, weil wenn man nicht erkennt, in welcher Situation man sich befindet, und ich habe schon gesagt, ich habe verschiedene eigene Gespräche, die ich ja immer führe, auch mit Leuten, ich spreche das immer an. Ich versuche die Leute darauf aufmerksam zu machen, das macht ihr ja auch so, herauszufinden, wie denken die? Haben die Situation schon erkannt? Wie äußern die sich? Und die sind alle vielfach sehr vorsichtig in der Art und Weise, wie sie sich ausdrücken. Ne? Also ganz anders wie ich hier. Ne? Ich sage, wie ich die Sache sehe. Ne? Bis so hin, dass es schmerzhaft wird und die hier ihre SWAT-Teams reinschicken bei mir. Ja, ich denke, wenn wir uns nicht alle so ein bisschen wehren, und ich habe nie jemanden irgendwas zu leiden, ich habe nie jemanden geschlagen oder irgendwie Gewalt zugefügt. Ich habe vielleicht nicht immer so gehandelt, wie andere das wünschen, dass ich handle. Okay, aber niemals mit Gewalt oder sonst irgendwas. Ne? Das ist ganz wichtig, weil das ist nämlich dann der Punkt und der Teil, der für den Moment vorbehalten sein sollte oder übrig bleiben sollte,
wenn es gar nicht mehr anders geht. Und da hat jeder das Recht auf Verteidigung. Wenn sein eigenes Leben, seine eigene Freiheit, seine eigene Unabhängigkeit durch Tyrannen, durch andere in Frage gestellt ist, hat jeder das Recht, sich zu verteidigen. Ja? Mit allen Mitteln. Aber soweit sind wir nicht, denke ich, also noch nicht. Hoffe, dass es auch vielleicht zu vermeiden ist, zumindest zu einzugrenzen ist. Wir müssen eigentlich versuchen, jetzt dem dieser Sache, diesem Handeln, diesem Treiben ein Ende zu setzen. Das geht eigentlich recht einfach. Ja, jeder fragt so, wieso, was können wir denn machen? Ja, ich hatte, als ich die Polizisten hier bei mir im Raum hatte, habe ich denen auch so ein bisschen das erzählt. Habe gesagt, ja, ob sie das nicht auch sehen, dass wir jetzt hier vielleicht bald in einen dritten Weltkrieg reinschlittern und die Raketen würden hier um uns Ukin-Bogen machen, ja, und so weiter. Also das, was ich immer sage. Und dann haben die mir auch bestätigt, dass sie so ein bisschen Bescheid wissen und haben dann aber überwiegend resignativ geantwortet und haben gesagt, ja, wir können da eh nichts dran machen. Doch, jeder kann was da machen. Und das muss auch bei jedem selbst anfangen. Nämlich überhaupt erstmal nach dem Erkennen und dem Realisieren, bla bla und so weiter. Da muss man sagen, ich will mein Leben retten. Gut, der eine kann sagen, ja, nö, och, ich gehe in die Sklaverei, ne, Hauptsache ich krieg mal Futter. Ne. Haben wir ja vorgelesen, was die Sklaven um 1850 zu essen bekamen. Teilweise sogar mehr, als viele Amerikaner heute zum Leben zur Verfügung haben. Okay. Aber diese Frage muss sich natürlich jeder selber erstmal beantworten. Man muss erstmal überhaupt zu diesem Fragepunkt kommen. Zu erkennen, dass man in der Sklaverei sich befindet oder kurz davor ist. Da muss man sagen, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn man sagt, ich will das nicht, dann muss man entsprechend handeln. Man kann da nicht sagen, ich bin zu klein, ich kann nichts machen. Ja? Dann darfst du auch nicht mit dem Colt an der Seite herumlaufen und den dicken Macker spielen. Ja? Du musst dann einfach sagen, okay, ich werde jetzt einfach mal den Weg wählen, der offensichtlich ist. Nämlich das System, was einen verknechtet, zu boykottieren. Und das geht ganz einfach, indem man zum Beispiel einfach seine Einkäufe allein schon, die man macht, eben nicht mehr bei diesen Globalisten macht, bei diesen Filialisten, wie sie alle heißen, nicht mehr die Produkte kauft, von denen wir auch in der ersten Stunde gesprochen haben, oder die DNA von menschlichen abgetöteten Embryos da reinschnetzeln in ihre Produkte. Und dann nachher, dass wir dann auch Kreuzfeld-Jakob kriegen sollen oder was, wie die Rinder, denen man da eine Weile lang ihre eigenen Artgenossen zum Fraß vorgesetzt hat. Klein geschnetzelt natürlich, untergemengt. Ne? Und so weiter. Das ist ja keine Frage, dass man, ja. Also muss man sich überlegen, wie gehe ich vor? Und da ist es nur möglich, wenn wir unsere Regionalität wieder stärken, wenn wir versuchen, eben selbst Dinge zu machen oder auch Konsumverzicht üben. Ja, nicht in Mist kaufen, ja, und auch Plastik und all dieses Zeug, vor allen Dingen auch Produkte eben aus Ländern, aus China. Gerade habe ich jetzt mitgekriegt, dieser Skandal, der vor kurzem war in so einer Schule, wo Kinder da nach dem Kantinenessen da alle krank wurden, ja, mit Salmonellen ähnlichen Schichtchen verseucht waren, ja, weil sie irgendeine Erdbeerspeise von tiefgekühlten Erdbeeren zu sich genommen hatten und das wusste ich auch nicht. Hatte keinen blassen Schimmer davon, dass die meisten tiefgekühlten Erdbeeren oder auch die Erdbeeren, die verwendet werden, zum Beispiel in Marmeladen und was weiß ich, überwiegend inzwischen aus China kommen. Aus China? Wie bitte? Und dass die da möglicherweise eben auch nicht von der Hygiene so damit arbeiten, wie das hier vielleicht so üblich wäre. Okay, also seitdem ich das jetzt hier weiß, überlege ich mir, ob ich noch irgendwas mit Erdbeeren hier mir besorge. Ne? Versteht ihr? Oder man stellt die Fragen. Man kann ja kritische Fragen, woher kommen denn diese Erdbeeren? Ne? Und dann könnt ihr die wenigsten auch für Antwort geben. Aber wenn du dann diese Firmen anschreibst und dann mach das doch mal, dann kriegen die ja mit einmal Bammel, dass man diese Produkte nicht mehr kauft. Ja? Und dann müssen sie dann zu anderen Produkten wieder zurückgehen. Und so weiter. All diese Dinge. Die sind wichtig, weil wir wissen ja, dass die Nahrungsmittel, dass die Grund,
Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, dass die manipuliert werden und werden können. In diesem einen Vortrag, den ich da am Donnerstag so ein bisschen auseinandergenommen hatte, das war von diesem Dr. Phil Valentine, der berichtete ja auch, das habe ich am Donnerstag nicht so detailliert berichtet, hier passt es rein, dass er gesagt hat, ob man denn wüsste, ja, an seine Zuhörerschaft, wie man eben hier die Menschen reduzieren kann. In den USA, er sprach von den USA. Und da sagte er, ja, genau, über die Wasserversorgung. Weil inzwischen auch dort ja die Wasserwerke in Anführungszeichen privatisiert sind, dort sowieso Fluor zugesetzt wird, noch in einem viel stärkeren Maß, als das hier bei uns üblich ist. Und dann natürlich alles Mögliche durch diese Kanäle in die Haushalte gelangen kann, direkt zu den Sklaven. Man kann die übers Wasser kontrollieren. Und die wenigsten Leute machen sich ja Gedanken darum, was sie holen. Sie brauchen das Wasser jeden Tag. Aber was man da hineintun kann, wer überwacht das? Und vor allem, wenn alles zusammenbricht, möglicherweise, wo dann gar nicht mehr kontrolliert werden kann. Oder es alles sauber gehalten werden kann. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ne? Also das sind so Dinge, die also wirklich entscheidend sind für das Überleben eines Menschen, die man beeinflusst eben schon aus Regierungssicht, das alles monopolisiert hat, jetzt auch noch privatisiert hat. Das heißt also, nicht nur das Geldsystem ist privatisiert, sondern auch inzwischen der Grundbedarf. Ich denke auch an diese ganzen globalen Unternehmen wie Nestlé, die beispielsweise Trinkwasser, also ganze Seen, ja, entweder selbst kaufen oder sich die Nutzrechte zusichern lassen. Auch zum Beispiel in den USA gab es einen Riesenbericht darüber, um dieses Wasser einfach in ihre Mineralwasserflaschen, ja, umzufüllen, ja, und dann da ein Riesengeschäft draus zu machen und das über die ganze Welt zu schippern und so weiter. Also es laufen da Sachen ab, von denen wir nicht mal eine Ahnung haben. Ja, wir haben überhaupt keine Ahnung, was läuft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier den Mund aufmachen, dass wir die Gelegenheit haben, einfach mal das, vor allem wir müssen es ausüben. Es reicht nicht nur, ein Recht zu haben, man muss es dann auch tun. Und wir haben alle von Geburt an natürliche Rechte. Die kann uns keiner wegnehmen, auch kein Gericht eben dieser Matrix. Denn alle Gerichte, die es hier gibt, zumindest die meisten, ja, sind ja unter der Kontrolle des Systems. Die sind ja gar nicht unabhängig. In der BRD wissen wir es ganz offensichtlich, dass sie nicht unabhängig sind. In der Schweiz ist es auch so. Ja, wer stellt denn die Richter? Die werden doch nicht vom Volk gewählt. Die werden von Parteien gewählt. Von Parteien, die sowieso schon einer Lobby unterliegen. Die werden nämlich ständig alle von den Bankern gestützt und unterstützt. Ja, meint ihr, das ist in der Schweiz anders als irgendwo anders? Und diese ganzen Gerichte, die hier über uns urteilen, haben nur den Sinn und Zweck, das System zu stützen. Nichts anderes. Also da kannst du nicht viel erwarten. Ne? Da kannst du mal vielleicht irgendwelche kleinen Siege erreichen. Aber wenn man sich darauf verlässt, dass Gerechtigkeit und Recht gesprochen wird von bestehenden Gerichten, ja, da liegst du komplett verkehrt. Ne? Und die Rechtsgelehrten, in Anführungszeichen, das konnte man übrigens auch bei dem Interview mit dem Professor Dr. Schachtschneider heraushören, da war doch vieles schwammig, nicht? Oder vieles wurde im Dunkeln gelassen. Ich sage das einfach so, ich werde da ja auch nochmal separat dazu meine Ansichten mitteilen. Ne? Muss ich aber auch erst richtig fundiert ausarbeiten, bin ich noch nicht dazu gekommen, mache hier eine Sendung, ja, bin ich Zeit noch nebenbei, drei andere Sachen zu machen. Okay. Ja, also wie gesagt, es geht nur, indem wir selber unser Schicksal in die Hand nehmen, etwas unternehmen und das ist ganz wichtig. Dann haben wir die Chance, dass wir auch etwas verändern können. Und zwar nicht nur bei uns, in unserem Denken, was die Grundvoraussetzung ist für unser Handeln. Ja? Und jetzt schickte mir hier nochmal jemand etwas zu, der sagte, das solle ich mal verlesen. Und es passt eigentlich dazu.
das schon heute zu tun, sonst hätte ich es nächste Woche gemacht. Aber er hat mir auch ein Liedchen dazu geschickt, ja, und das spielen wir dann am Ende der Sendung des deutschsprachigen Teils. Danach ja, geht's weiter. Und das heißt, Hier und Jetzt, Manifest von Roland, ja, Roland Andreas. Und ich verlese es, alles ist aus reiner Liebe entstanden und wird in reiner Liebe enden. Die spirituelle Liebe ist das Licht und die Energie des Schöpfers. Die spirituelle Liebe ist die größte universelle Kraft und Macht. Die spirituelle Liebe und Handeln kann zum wahren Guten führen. Die spirituelle Liebe ist der Anker des unendlichen Universums. Das alles glauben wir, das alles ist wahr. Unsere Wahrnehmungen bestimmen unser Verhalten. Unser Verhalten verändert unsere DNS. Unsere DNS verändert unseren Organismus. Unser Organismus und unsere Gedanken verändern das Jetzt. Alles, was ist, hat eine Seele. Alles zusammen ist der See. Wir genießen die Geschenke unseres Schöpfers. Wir danken für die vielfältigen Gaben unseres Schöpfers. Wir leben das Leben zum Gefallen des Schöpfers. Wir glauben an die ewig beständige Vollkommenheit unseres Schöpfers. Wir sind hier, um jetzt da zu sein. Dessen sind wir uns bewusst. Wir wollen hier und jetzt, dass sich alles zum Guten wendet. Wir wollen, dass jeder und alles seine zweite Hälfte finden kann. Wir wollen auf ewig zufrieden, gesund und glücklich sein können. Wir wollen auf ewig dem Schöpfer danken und ihn erfreuen. Das alles wollen wir, das alles ist wahr. Wir sind davon überzeugt, ewig wie im besten Alter aussehen zu können. Wir sind davon überzeugt, ewig gesund und glücklich sein zu können. Wir sind davon überzeugt, dass es keinen Tod geben muss. Wir sind davon überzeugt, ewig in der dritten Dimension leben zu können. Wir sind davon überzeugt, ewig eine gerechte Welt erleben zu können. Wir sind davon überzeugt, dass es Reichtum und Wohlstand für alle gibt. Wir sind davon überzeugt, dass das Universum so ausgelegt ist. Wir sind davon überzeugt, dass letztendlich alles gut wird. Wir glauben wahrhaftig und mit ganzem Herzen an unsere Überzeugung. So Roland Andreas, sein Manifest. Habe ich jetzt mal so vorgelesen. Gut, also solche Gedanken sind bei allem, ja, was wir natürlich auch unterschiedlich sehen können, immer ganz hilfreich zu sehen, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht von dieser Matrix, die man uns überstülpt, von dem Bösen, was man uns antut, von der Angst, die man uns einflößen lassen möchte, einschüchtern lassen, sondern unsere eigenen Gedanken freien Lauf lassen, die Informationen, die uns eigentlich zur Verfügung steht, aufzusaugen, aufzunehmen und dann auch so zu handeln, auch so zu sprechen und das zu tun, was möglich ist für uns. Und eigentlich ist alles für uns möglich. Wir müssen es nun mal erst erkennen, oder? Hä? Tja, also ich würde mal sagen, das ist für uns wahrscheinlich, für viele bereits geschehen, aber für uns die größte Aufgabe, eben diese Möglichkeiten, die wir haben, selbst zu erkennen. Denn wenn wir diese Möglichkeiten, die wir selbst haben, nicht erkennen, dann nutzen wir dieses Potenzial nicht. Und das, da brauchen wir keine Waffen dafür, da brauchen wir keine Flugzeuge dafür, da brauchen wir keine Bunker dafür. Wir haben diese ganzen Möglichkeiten in uns. Ja, und wenn wir uns dem öffnen, sind wir in der Lage, unglaubliche Dinge zu erreichen. Und ich denke, das müssen wir irgendwie schaffen, ja, diesen Bogen, ja, zu kriegen, oder? Ja. Naja, also ich denke mal, das sind so Gedanken, die ich auch mit euch teilen möchte, aus dem Grund, weil ich glaube, dass es wichtig ist, ja, diese Eigeninitiative zu fördern, die wir alle haben. Ja. Jetzt kriege ich noch was rein. Hier, Erdogan will einen Krieg mit Syrien. Ja, aber nicht nur er. Ne? Das ist ja Teil des Systems. Dieser Krieg muss sein. Ne? Es ist nur die Frage, wie man ihn am besten irgendwie da, so, ja, genau wie, ne? Die Analogie ist doch folgende. Du willst irgendeinen Stapel Holz verbrennen. Ja? Du musst nur irgendwie zusehen, wie kriegst du diesen Stapel Holz am besten zum Zündeln. Ne? Wo musst du ansetzen? Wie musst du das anstellen, dass das Ding endlich mal
zu rauchen anfängt, ne, sozusagen. Und Erdogan hat jetzt hier diese Aufgabe und hier steht, Heidetlöff lässt sich die Türkei jetzt in einen Krieg gegen Syrien verwickeln, weil in der Türkei Granaten einschlagen, die angeblich aus Syrien abgefeuert worden sein sollen. Freeman von Alle Schall und Rauch schreibt, dass es sich bei den Granaten um NATO-Munition handeln soll. Riecht ein wenig nach einer geschickt eingefädelten False Flag Operation. Ja, falsche Flaggeaktion. Ich sehe schon die Türkei in den Krieg in Syrien einmarschieren. Freeman schrieb gestern, Erdogan will einen Krieg mit Syrien. Und sein letzter Absatz lautet, was jetzt abläuft, ist die seit langem geplante Militärintervention der türkischen Regierung zusammen mit Israel, der NATO und dem Pentagon, um Syrien als Staat zu vernichten. Bisher haben sie ihre angeheuerten Söldner als nützliche Idioten benutzt. Mitglieder der Al-CIA da, die von Saudi-Arabien und Katar bezahlt und bewaffnet werden und von türkischem Boden aus in Syrien einsickern, um Terror zu verbreiten und Massaker zu verüben. Jetzt provozieren sie Gründe, um selber mit regulären Truppen, Panzern und Flugzeugen in Syrien eindringen zu können, dass damit der Dritte Weltkrieg ausgelöst wird, nehmen die Psychopathen in Kauf. Ja, kann ich ja dann den Link auch mal noch reinsetzen, später. Ne? Jetzt im Moment komme ich nicht dazu. Aber ich habe es ja vorgelesen. Okay, ja, sicher. Das wissen wir. Vor allen Dingen ist natürlich die Türkei ein bisschen im Zugzwang, weil die haben ja da auch die ganze Infiltration in Syrien dieser zumeist ausländischen, ja, Rebellen. Ne? Das sind ja nicht Syrer, die gegen Syrien oder syrische Regierung kämpfen, sondern es sind ausländische Einheiten. Ne? Sogenannte Al-CIA da, ne? Al-Qaida auch genannt. Alles vom CIA und anderen Geheimdiensten gesponserte Truppe, ja, die also darf den Umsturz machen soll, den diesen ja endlich das Land zu Fall bringen soll, aber irgendwie nicht so recht vorankommen, nicht? Weil irgendwie ist doch das schwieriger, oder ja, die wollen eigentlich jetzt da das anders lösen. Jetzt muss da ja mit Gewalt gestartet werden und das geht nur, wenn von außen alles zerbombt werden kann. Da braucht man einen Grund dafür. Ne? Das ist der Hintergrund. Und falsche Flaggen an Dade sind ja ein Instrumentarium, das schon ewige Zeiten benutzt wird, schon in vorgeschichtlichen Zeiten wahrscheinlich. Ne? Also nicht eine Erfindung der DIMS hier, der neuzeitlichen DIMS sozusagen. Ja, also das ist klar, da soll es irgendwann ballern. Aber auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, bitteschön, ja, etwas zu tun, weil eben dadurch, dass wir aufwecken, dass wir uns nicht da in diese Gedankenwelt reinpressen lassen, deshalb bloß einen großen Bogen um diesen verdammten Fernseher machen, den rausschmeißen am besten. Und das geht manchmal auch wirklich nur mit Gewalt. Denn zu leicht ist man verführt zu sagen, ach ja Gott, ich schaue mir ja sowieso nur die Sendungen an, die mich interessieren. Aber wichtiger wäre es, das Ding komplett abzuschaffen. Ja, verschenkt. Ja, wobei das ja auch kontraproduktiv war. Wir wollen ja auch, dass unsere Nachbarn oder Freunde auch bitteschön aufwachen. Nicht? Also wäre das ja, eigentlich müsste man das Ding wirklich abschaffen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und viele müssen eben diesen leidvollen Weg gehen, indem sie eben einfach dieser Matrix entrissen werden müssen. Das ist wie, ja, wie das vielleicht auch bei Süchtigen der Fall ist. Nicht? Viele sind matrixsüchtig. Denen gefällt das. Ne? Wenn sie das so die Flimmerkiste anhaben. Ne? Obwohl sie nachher auch nicht glücklich damit sind, aber das sind ja auch die Menschen, die drogensüchtig sind, auch nicht, ne? Weil sie ja auch eigentlich damit nur irgendein Symptom bekämpfen wollten, nämlich ihre grundsätzliche Unzufriedenheit, da eben irgendwie damit ja ausgleichend bekämpfen wollten, das aber natürlich nicht so ohne weiteres geschafft haben. Ja, jo, also das ist das möglich, wie das ist. Ja. Müssen wir sehen. Ja, also die Geschichte ist, dass wir einfach lernen müssen,
einen leidvollen Lernprozess einsetzen müssen. Das wird uns leider in der Schule oder aus systemimmanenten Gründen in der Schule nicht beigebracht, nämlich selbstständig zu denken, selbst zu handeln, für sich selbst verantwortlich zu sein. Und da wird einem zunehmend einfach nur was eingetrichtert, was man irgendwie, was denn das Gehirn zumüllt. Ne? wie so ein Trichter wird alles reingestopft, dass bloß kein Platz ist für irgendeine eigene Initiative, ne? Oder für irgendeine kritische Beleuchtung der Dinge, ne? Oder? Ich weiß nicht, wie das hier. Okay. Ja. Ja, mein lieber Freund, also ich habe das früher auch alles anders gesehen. Ich habe das, war eben auch ein Teil der Matrix. Waren wir ja irgendwie immer mal alle. Es gibt da nur wenige Ausnahmen, die von vornherein nicht die Matrix akzeptiert haben. Also bei mir war es so, ich habe es erst so in den letzten paar Jahren richtig mitgekriegt. Na gut, also ist es ja möglich. Ne? Auch schwere Fälle kriegt man irgendwann ran. Ne? Denkt man nun mal so an den einen oder anderen, der also auch aus ja, etablierter Position mit einmal sich umgedreht hat. Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel kürzlich, weiß nicht, ob der heute auch noch kommt, einen Freimaurer aus Amerika, aus den USA, einen 33-gradigen Freimaurer, der ausgestiegen ist, der da seine Erfahrungen mitteilte. Ja. Da wissen wir ja schon, 33. Grad ist schon was. Ne? Das war auch noch nicht das Größte, aber immerhin. Ne? Okay, und das hatte ich übrigens das letzte Mal gar nicht erwähnt, denn wir hatten also, wann wollte ich das eigentlich sagen? Das wollte ich eigentlich schon zum vorletzten Thema bringen. Ja, habe ich das nicht geschafft, siehste? Okay, und zwar unter dem bricht das Babylon-System auseinander. Das war die Sendung vom 9.10., soweit ich mich erinnere. Da hatte ich auch noch eine Information gepostet, Freimaurer besetzen Michaeliskirche in Hamburg. Ja, wer die nicht kennt oder wer Hamburg da nicht so kennt, das ist so eine schöne alte Kirche, evangelische Kirche. Und da gibt es also ein Video, wo also gefilmt wurde, dass Freimaurer an einem kirchlichen Feiertag die Kirche quasi gepachtet haben. Ne? War dann geschlossene Gesellschaft. Ne? Kein anderer Gläubiger durfte dann da rein, ne, der Zeit. Okay. Wo die dann einfach da das als Tempel umfunktioniert haben. Und wir wissen ja, dass Freimaurer nicht evangelisch sind. Ne, unbedingt. Das ist evangelische Kirche angehören. Und auch in ihren Glaubensfragen relativ offen sind. Da kann jeder alles glauben, sozusagen. Fass das mal so ein bisschen zusammen. Das müsst ihr euch mal anschauen. Da wird gezeigt, was da abgegangen ist. Hat irgendeiner gefilmt. Schon ein bisschen gespenstisch, was da abläuft. Und das war irgendwie so ein 250-jähriges Jubiläum oder sowas, was da gefeiert wurde. Und wenn ihr dann weißt, wer da alles drin sitzt, das sind alle Führungskräfte drin, die irgendwas zu sagen haben, Politiker drin, ja, und so weiter. Es ist einfach wie so ein Gruselkabinett. Dass also wir in Anführungszeichen regiert werden, ja, von Leutchen, die in Geheimgesellschaften organisiert sind, die im uns nicht zugänglichen Rahmen Dinge beschließen, die wir nicht genehmigt haben, die wir nicht wissen. Ja, all die Dinge werden ja auch an uns vorbei gemacht. Und eben, das ist eine Situation, die darf man einfach nicht mehr stattfinden lassen. Ja. Oder? Denn wir sind erwachsene Menschen. Ja? Es gibt natürlich auch ein paar vielleicht jüngere Leute, die uns jetzt hier sogar zuhören, die noch nicht volljährig sind, aber trotzdem vom Ursprung her sind wir da alle frei, auch im Denken. Das spielt keine Rolle, ob du da schon volljährig bist oder nicht. Auch junge Leute, junge Menschen, Kinder haben das Recht ihrer Freiheit, oder? Und deswegen, wir können uns doch nicht von solchen Leutchen, von so Geheimgesellschaften hier dirigieren lassen. Ich habe da keine Lust dazu. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Und das müssen wir aufdecken. Wir müssen das zeigen, ja, dass das also alles nicht in Ordnung ist. Und der Kommentar hier in diesem Video war dann eigentlich, dass man also entgeistert ist darüber,
was mit dieser sogenannten evangelischen Kirche eigentlich los ist, ne? Wenn die sowas zulassen. Ne? Wo sind wir hier schon gelandet? Ne? Aber das wissen wir ja auch, dass zum Beispiel der Vatikan durchsetzt ist mit freimaurerischem Denken und Handeln. Und diese Leutchen sind alle ganz schwer oben drin eingesetzt. Ja, gut, das sind so ein paar Gedanken. Also dem System sich entziehen durch zum Beispiel Don't Buy, sein Einkaufsverhalten verändern, am besten sowieso eher weniger und dann Sachen von Leuten kaufen, die nicht direkt im System sind, auch global Globalisten Produkte versuchen zu vermeiden, wenn das geht, wobei wir natürlich nicht wissen, wer das alles dann auch immer so produziert, aber eben das zu versuchen einzuschränken. Das ist ganz wichtig, dem System ihr eigenes Schuldgeld entziehen, Kredite, Schulden machen, versuchen zu vermeiden, sofern das geht, ja, eben seine Restbestände von Vermögen, die man vielleicht noch hat, irgendwo aus diesem Kreislauf rausziehen, in irgendwas Vernünftiges umwandeln. Wir haben ja gerade gehört, Mehrwertsteuer für Silber hier beispielsweise auf in dem BRD-Territorium wird also mehr als verdreifacht, also fast verdreifacht und so weiter. Also die Leutchen ziehen die Schrauben überall an. Man kann der Matrix nicht entfliehen. Ja, das ist der Punkt. Denn die Flucht, ja, wohin willst du fliehen? Man kann es also nur von innen verändern. Und das geht, indem wir die Realität selber beeinflussen. Wir sagen, wo es lang geht. Ja? Unsere Freiheit als erstes sehen. Und deswegen auch nicht immer alles gehorchend mitmachen, was man uns hier aufträgt, was die Regierung sagt. Ja? Man muss natürlich aufpassen, die Balance behalten. Man soll sich ja nicht dabei selbst unbedingt schaden. Aber je mehr Leute sich auch konstruktiv wehren, ziviles Ungehorsam ausüben, sich vielleicht sogar, wie in der BRD möglich, gemäß Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes, wehren zu können, auf friedliche Art und Weise, sich vielleicht auch darauf zu beziehen, um damit den Leuten klar wird, hoppla, wir sind hier in einer Situation, wir lassen uns nicht mehr gefallen. Hier und da ist es sinnvoll, vielleicht auch auf die Straße zu gehen, nur ist es da natürlich so, dass man dann sofort in Gewalt hineingezogen wird, ja, weil die natürlich ihre Truppen, die mit die gern gewaschenen Truppen, wie immer, was immer die mit denen gemacht haben, also deren, die haben so die Gehirne so durch die Mangel gedreht, dass die nur noch irgendwie scheinbar so handeln können. Die sind also nur darauf aus, die Sklaven, die schon als Sklaven definiert haben, einfach nur zu schlagen, ne? Niederzuknüppeln, ja, auch um Angst und Schrecken zu verbreiten. Das kann natürlich dann irgendwann einmal so weit kommen, dass die Leute sich nicht mehr gefallen lassen und zurückschlagen. Aber dann holen sie eben die zweite Keule aus der Tasche. Ne? Dann haben sie ja dann noch die schweren Waffen, die sie dann einsetzen können gegen eine doch relativ unbewaffnete Bevölkerung. Und das muss man sich überlegen, will man es so weit kommen lassen oder nicht. Und es gehören natürlich auch die Ränge der Sicherheitskräfte dazu. Die muss man auch aufwecken, denn nicht alle sind per se irgendwie schlecht oder so. Ja, es ist zumeist ja nur die oberen, die Spitze in diesen Organisationen, die infiltriert sind, die also das System stützen. Die Leutchen unten, weiter unten drin, die sind also nicht unbedingt davon so beeinflusst, denn die sehen eigentlich da vielleicht einfach noch nicht so die Zusammenhänge, möglicherweise. Das muss man berücksichtigen dabei. Ne? Ja, und aus dem Grund denke ich, ist das wichtig, dass wir da so auch mit diesen Leutchen, wer da Kontakt hat, einfach mal spricht. Ne? Um es ja nicht unbedingt die umdrehen wollen, sondern muss einfach die Fragen stellen. Und es gibt hier zum Beispiel auch ein Video, das wird also schon vielfältig auch gemacht in den USA, weil da ja die Brenzligkeit diesbezüglich doch wesentlich stärker ist als hier bei uns. Wobei das ja jetzt hier auch anfängt, ne? Wenn man nur an die BRD denkt, die ja gesagt hat, hier
Bundeswehr wird im Inneren eingesetzt. Die Schweiz hat es gerade eben auch bekannt gegeben, dass sie eben Unruhen in Europa befürchtet und deswegen also auch ihre Armee entsprechend uminstruiert, ja, umstrukturiert vielleicht auch, oder die eben darauf vorbereitet, dass das kommt. Möglicherweise auch auf Flüchtlingsströme, die dann natürlich aus Krisengebieten möglicherweise aus Europa dann in die Schweiz flüchten wollen und so weiter. Das ist natürlich schon, hey, wenn da ein paar Millionen Leute vor der Tür stehen hast, ne? Selber hat die Schweiz vielleicht 6-7 Millionen Einwohner, ne? Und dann steht eine Million vor der Grenze, ne? Das ist natürlich dann, wenn es soweit kommt, unbequem, ne? Also damit muss man mit allem rechnen. Aber hier gibt es eben auch einen Aufruf an das US-Militär für die Freiheit und gegen die neue Weltordnung einzutreten. Auch das hatte ich bei der Sendung vom Donnerstag sagen wollen. Ist dann ein bisschen weit zurückgekommen. Kann ich hier auch nochmal da als Link hier zusätzlich in meinen Artikel posten zur heutigen Sendung, wo ich dann übrigens dann auch später ein Video hochladen werde. Ob das allerdings noch heute wird, ich bezweifle es, weil ich ja nachher in der Produktion hier stecke. Da kann ich nicht noch nebenbei andere Sachen machen. Jo, so ist es. Ne? Also auch hier bitte immer mein Tipp, legt euch also ein Archiv von diesen Sendungen an. Ihr unterstützt mich, wenn ihr bei mir beispielsweise so eine CD oder DVD ordert. Okay, ich brauche ja auch ein bisschen Kohle, dass ich hier meine Sachen noch zahlen kann. Dann habt ihr die Dinger auf DVD oder CD zu Hause und die kann man immer noch irgendwie abspielen, und wenn es mit einem CD Recorder ist, der auf Batterie läuft. Ne? Okay. Ja, das mal so noch als Ergänzung. Also wie gesagt, aus dem System insofern aussteigen, dass man das Einkaufsverhalten, sein Geld anders einsetzt, eher für sich als für andere und schon gar nicht für das System, meine ich natürlich. Und dass man eben nicht allen Aufträgen oder Aussagen der Regierung einfach blindlings folgt, sondern alles bitteschön hinterfragt, überlegt, ob das überhaupt rechtmäßig ist, was dort gefordert und gesagt wird. Nehmen wir das Beispiel aus den USA, da haben Schulen angefangen, für die Essensausgabe, weil die haben ja so Ganztagsschulen auch, von Kindern so in der Highschool, also das sind so eher so Grund- bis Mittelschule so ungefähr, dass die da ihre Handabdrücke abgeben müssen, um das, und diese Handabdrücke würden dann dafür verwendet, von ihrem Konto was abzubuchen oder so, ja, damit sie dieses Kantinenessen bezahlen können. Davon wussten die Eltern gar nichts. Das hat man den Eltern gar nicht mitgeteilt. Soweit geht das schon. Da werden Sachen gemacht, die komplett gegen auch geltende Rechte verstoßen. Und das ist hier tagtäglich der Fall in der BRD ganz explizit. Das hat auch sogar der Professor Schachschneider gesagt. Die Regierung bewegt sich komplett außerhalb der eigenen Grundgesetzes, beziehungsweise er nennt es Verfassung, ist ja keine Verfassung, aber gut, ist, was ich damit meine. Also die Leutchen halten sich nicht mehr an die eigenen Gesetze, die sie eigentlich dazu auffordern, sich so zu verhalten, wie es richtig wäre, sondern die Machtfülle und die, ja, der Machtmissbrauch sind so groß geworden, und zwar nicht nur in einem einzigen Land oder so, sondern weltweit durch diese Infiltration der neuen Weltordnung, dass man jetzt was dagegen unternehmen muss. Man ist gezwungen dazu, etwas dagegen zu unternehmen. Und das nächste ist natürlich Ask Why. Das ist unser dritter Vorschlag, wie man sich zur Wehr setzen kann. Die Leute bombardieren mit Fragen. Ja? Warum muss ich das machen? Was ist der Hintergrund dafür? Was ist Agenda 21? Warum wird das gemacht? Warum werden hier Einschränkungen gemacht? Warum sollen die Kameras aufgestellt werden? Also einfach aktiv teilzunehmen und den Leuten klarzumachen, wir lassen es uns nicht einfach so überstülpen, sondern wir wollen wenigstens wissen, warum und wieso, und dann auch die natürlich in Bedrängnis bringen, nicht nur wegen der Vielzahl der Anfragen, sondern eben einfach, dass den Leuten klar wird, hoppla, da gibt's irgendwie, ja, die Leute sind nicht so, ne, damit einverstanden. Beispielsweise nehmen wir diese Krankenkassenkartengeschichte hier in der BRD, wo die da anfangen, hier das Bildchen drauf zu machen und so weiter, biometrisch, und da kann man sich dagegen wehren, das ist ungesetzlich.
Ja, das muss man nicht. Man muss nur was machen. Man muss da ein Briefchen hinschreiben. Gibt es alle Vordrucke, gibt es alles im Internet zu finden. Wer das noch nicht getan hat aus der BRD, sollte das schleunigst tun. Da bist du nicht dazu verpflichtet. Wozu das denn? Ja, und solche Sachen. Also man muss einfach irgendwie seine eigene Stimme, so eine eigene, eigenes Verhalten entsprechend äußern dazu. Okay. Ja. Ja, das ist so mal der Hintergrund. Der Hauptkernpunkt hier unserer Bewegung United We Win oder United We Strike. Und das weltweit. Und das ist das Tolle, dass man eben sieht, jo, das ist nicht nur der Detlef vom Wake News Radio, ne, oder ein paar andere, die auch Aufklärung betreiben und das so sehen im deutschsprachigen Raum. Nein, das ist eine Sache, die weltweit ist. Ja, und wir erreichen auch schon mit unserer Bewegung eine ganze Menge Leutchen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass heute auch noch, ich muss das wieder finden hier, ne, und sehen, ob ich das schon wieder hingetan habe. Ja, das muss ich wieder runter scrollen. Dass heute gleichzeitig auch noch eine andere Aktion stattfindet. Und zwar, puh, habe ich das wieder hingetan? Das hätte ich mir noch öffnen müssen, oder? Wo also Leutchen auf die Straße gehen und dann einfach Töne von sich geben. Also das auch weltweit. Ne? Die also so kleine Glöckchen oder solche Sachen schlagen. Auch das ist heute, das geht auch weltweit rum. Klar, das geht auch. Wobei wir eben der Ansicht sind, dass wenn du auf die Straße gehst, in dem Moment hast du natürlich das Problem, dass du dich auseinandersetzen musst, möglicherweise eben mit den Sicherheitskräften des Systems, die nur den Auftrag haben, jeglichen Widerstand niederzuknüppeln. Ja, und dann kann es eben sein, dass das dann eskaliert. Ja, und dann ist eben nachher die Sache vielleicht, muss nicht sein, aber vielleicht eben gefährdet, weil man dann einfach sich mit diesen Leutchen dann auseinandersetzen muss, weil die schicken ja auch dann ihre eigenen Truppen da hinein im Zivil, weil sie eben diese Gewalt fördern wollen. Und das kann aber nur geschehen, wenn du dich eben dem aussetzt. Und wir denken, dass unsere Sichtweise, dass der Systemwiderstand von jedem Einzelnen von zu Hause aus gemacht werden kann oder in seinem Verhalten gemacht werden kann, wenn man das koordiniert tut. Und von United We Strike ist dann immer entstanden aus diesem 15. eines Monats, weil es in den USA immer am 15. eines Monats die Steuern überwiesen werden müssen oder gezahlt werden müssen, um da eben auch zu boykottieren, ne? Zu sagen, nö, du warst nicht am 15., machst du am 16. zum Beispiel. Allein schon das, wenn das ganz viele Menschen auf einen Tag machen, kann man was bewirken. Oder zum Beispiel eben sein Einkaufsverhalten zu verändern. Ja? Auch das wurde ja schon teilweise recht erfolgreich praktiziert. Ne? Gut, das sind so Gedanken, die wir eben versuchen, immer wieder an den Mann zu bringen, an die Frau natürlich auch, an die jungen Leute, egal welchen Alters. Wir sind alle jung. Okay, und das sind die Dinge, die ihr natürlich alle wisst, oder? Und jo, ich würde mal sagen, dass wir ganz sicher Erfolg haben werden, denn wir sind einfach zu viele. Die können uns nicht mehr mundtot machen. Sie wollen es versuchen, schaffen es aber nicht. Weil wenn sie das letztendlich zum Beispiel über das Kappen des Internets versuchen sollten, tja, dann wird es ein bisschen schwierig, gell? Oder? Ja, hier, was steht hier? Das kommt hier aus dem Chatraum. Wenn ich es schaffe, Kinder zum Lachen zu bringen, ist es meine Herzensfreude. Bin mit 53 Jahren jung geblieben, jawohl. Und ich bringe auch 53-Jährige noch zum Lachen hier manchmal bei mir in der Sendung, oder? Okay. Ja, gut, diese jungen Leute da mit 53. Ja. Okay, ja, das ist das Leben. Wir müssen mal sehen, wie sich es ergibt. Wir wissen natürlich, das Endresultat kennen wir doch eigentlich schon. Ne? Komm, Leute, wir gewinnen. Ne? United, we win, das ist unser Motto. Und das tun wir hier auch bei Wake News Radio, Wake News TV. Und das ist ganz klasse.
dass ihr hier eben bei mir heute auch eingeschaltet habt, weil wir befinden uns ja hier in dem United We Win Radio Marathon der United We Cycle Bewegung. Und und die geht jetzt hier rund um die Uhr. Das nicht ganz diesmal, aber bis in die späten Abend hinein mit klasse Leuten, die jetzt dann ab der nächsten Stunde geht alles ein bisschen auf Englisch. Ich mache dann gleich zu Beginn der nächsten Stunde auch meinen Teil auf Englisch, nochmal so 20 Minuten, nur ein bisschen eine kleine Zusammenfassung, ne, der Situation, wie wir sie hier erleben. Und dann geht's mit anderen Leuten weiter. Wer da Interesse hat, nachzuschauen, das Programm ist zu finden bei myawakeness.wordpress.com unter dem heutigen Titel United We Win Radio Marathon. Oder auch noch auf anderen Seiten zu finden. Auch sind wir live dabei bei OYM Radio aus Irland und bei ICRN Radio Network und natürlich bei UWS Radio. Ja, toll, ist Neudeutsch, ne? Okay, und ich mache nachher, wenn die Sache vorbei ist, werde ich alles auf die Server laden, sodass dann auch die Archive ständig laufen können, aber das dauert, ne? Also vor morgen schaffe ich es nicht. Und das Video wird auch vor morgen wahrscheinlich nichts. Ja, ich muss ja bis später mal auch noch hier hinter den Kulissen ein bisschen produzieren und bin nachher auch nochmal so als der ein oder andere Gast mit Palabern. Ne? Also Leute, klasse, dass ihr da wart. Bleibt bitte dran. Ja, weil ich bin gleich wieder da mit ein bisschen Englisch. Könnt ihr gucken, ob ich das auch richtig alles rüberbringe. Oder könnt überhaupt dann die ganze Radiomarathon auf Englisch noch weiter verfolgen. Das ist der Titel von Wake News Radio. Wir spielen gleich nochmal We Can Be As One vom Roland, der uns vorhin auch seine Sichtweise mal gegeben hat, was ich vorgelesen habe. Also bis später, bis gleich. Bleibt hochspannend. Have you had enough of governments gone wild? Have you had enough of profit over people? Have you had enough of being ignored? Well, if we're home safe and sound with our families, if we're not taking out their trash, if we're not helping the New World Order run over us, if we take off the uniforms because we refuse to obey immoral orders, then we can stand with the people. We outnumber them. It is time to demand a new way of living. Power to the people through peaceful unity. Remember, non-compliance, striking on the 15th, every 15th as we grow. There's only one destination to be forever with you. It's like a condemnation, but it's my free will too. When I look in your eyes, it's like a visual feast there, and I forget all the lies which carry our last Venus, where
We're meeting in the heart of earth. We reunite like the prophets told us, preparing a last mankind birth. It's like fire in the heights. We're flowing like water to the sea.